Rialto-Brücke, ganz bekannte Brücke tatsächlich. Wenn ihr die nicht kennt, solltet ihr die mal googeln und euch zumindest mal anschauen. So bekannt, dass es sie sogar als Easter Egg hat es sie sogar in One Piece geschafft, in diese Wasserstadt da, Water 7. Da wurde die Rialto-Brücke reingezeichnet, Leute. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Eroberung. Ja, wir sind beim letzten Mal in dieser Stadt hier angekommen und wir wollen jetzt noch nach oben gehen. Wir haben uns schon viel umgeschaut in den letzten beiden Parts. Eigentlich sind wir in der vorletzten sogar hier angekommen, aber die Stadt ist schon nicht gerade klein. Aber uns fehlt noch hier diese Treppen hinauf und deswegen gehen wir jetzt hier hinauf. Und ich dachte, jetzt kommen wir in ein Megagebiet oder so, aber also ein mega krasses, irgendwie so ein Regierungsgebäude oder wie auch immer, keine Ahnung, aber hier ist ja nochmal was. Nicht in fremde Häuser. Wait. Nicht in fremde Häuser, nicht in fremde Häuser. Wait, waren wir hier schon mal? Wir waren hier schon mal, oder? Ach, nee, wait, ja, hier wollten wir hoch, genau. Klar, hier waren wir schon mal, aber hier noch nicht. Und hier kommt auch das, was ich erwartet habe. Okay. Hier steht Marktplatz. Vorsicht vor den Taschendieben. Ja, die gibt's aber auch überall. Also zumindest in Großstädten gibt es die eigentlich immer. Muss man wirklich immer sehr vorsichtig sein. Und wie sich wohl manche von meiner Familie erinnern, gab es wohl auch bei uns den Fall. Wir waren vor zig Jahren mal in Venedig. Moment. Das ist also der Hauptplatz. Sieht nicht besonders belebt aus. Es ist Mittag. Um diese Zeit ist hier nie viel los. Lass uns doch zuerst ins Hotel gehen. Ich würde mich gern etwas ausruhen. Ihr seid bestimmt auch recht müde. Ja, die Reise war sehr anstrengend. Widget, was ist mit dir? Naja, nicht besonders, aber wenn es sein soll, aber nachher will ich sofort zu dieser Hexe. Hexe? Wen meint sie? Ach, unwichtig. Lass uns jetzt zum Hotel gehen. Ich bin für weitere Debatten derzeit viel zu müde. Also wir waren vor, Hotel gibt's ja also auch noch, okay. Wir waren vor ein paar Jahren eben in Venedig, beziehungsweise haben wir halt in der Nähe in einem Ort übernachtet, weil sonst viel zu teuer und so, ne? Ein Antiserum. Naja, besser als nichts. Und ich sollte lieber nicht in fremde Häuser, okay. Und da war es auf jeden Fall, worauf wollte ich jetzt hinaus? Dass tatsächlich wohl jemand... Nichts geht über einen guten Kaffee, das stimmt. Das wohl tatsächlich bei der Rialto-Brücke war das wohl sogar. Die Rialto-Brücke könnte dem einen oder anderen von euch was sagen. Sehr bekannte Brücke in Venedig, sehr coole Brücke. Und das sind auch kleine Mini-Lädchen tatsächlich drauf. Und ja, das sind nur Milchflaschen. Da sind wir auf jeden Fall da gewesen, sind da drüber gelaufen und seid ihr nicht etwas zu jung für so ein starkes Getränk? Kommt lieber wieder, wenn ihr etwas älter seid. Da war wohl irgendwie tatsächlich sowas, dass jemand, ich glaube meine Mutter war es oder so, die hatte glaube ich irgendwie so einen Geldbeutel verloren oder so. Und also tatsächlich nicht meinen Taschendieb oder so, aber oder sie hat beobachtet, dass jemand versucht hat, das zu stehlen. Irgendwas war auf jeden Fall in der Richtung. Und das hat tatsächlich dann ein Anwohner wohl meine Mutter gerufen, beziehungsweise mein Vater hat es ihr dann eben übersetzt, beziehungsweise ist drauf gekommen, der meint meine Mutter, und hat darauf hingewiesen, dass jetzt fast der Geldbeutel weg gewesen wäre. Und das war dann schon ziemlich überraschend. Aber finde ich cool. Wow, eine Aurora-Pille. Die gibt es ganz selten. Schnell nehmen wir es, bevor es jemand anders findet. Oh, wow. Und Rialto-Brücke, ganz bekannte Brücke tatsächlich. Wenn ihr die nicht kennt, solltet ihr die mal googeln und euch zumindest mal anschauen. So bekannt, dass es sie sogar als Easter Egg hat es sie sogar in One Piece geschafft, in diese Wasserstadt da, Water 7. Da wurde die Rialto-Brücke reingezeichnet, Leute. Könnt ihr ja mal schauen. Und ja. Das ist schon das dritte Mal in dieser Woche, dass sie ihre dämliche Brille verloren hat. Wer denn? Wie denn? Wieso denn? Oh, da ist wieder jemand mit Dachschaden. Ja, könnte bei meinen Eltern die Nachbarin ganz vorne sein. Ich sollte lieber nicht in fremde Häuser gehen.
Aber ja, ich nenne natürlich, wie gehabt, keine Namen. Ich sollte lieber nicht in fremde Häuser gehen. Aber das ist so eine Person, die, ja, im Internet würde man sie als Troll bezeichnen. Die sucht einfach nur Stress. Und, ja, will Leuten einfach nur an Karren fahren, wenn es geht und so. Und, ja. Seit mein Freund nach Tempestia ausgereist ist, ist das Leben hier ziemlich trist geworden. Hoffentlich schreibt er mir bald. Die anderen Nachbarn voll okay, verstehen sich alle und die ganz vorne. Ich sollte lieber nicht in fremde Häuser. Die hat auch quasi so einen Zaun an den Garten gebaut als einzige und so, schottet sich total ab und ja, will einfach nur Stress machen. Das ist, ja. Ansonsten wäre es doch richtig schön idyllisch und alles, aber ja. Naja. Was haben wir hier? Einen Laden. Was da wohl drin ist? Und was hier wohl drin ist? Wie gemütlich. Dieser Hammer ist mir als Waffe zu schwer. Das kann ich nicht öffnen. Was da wohl drin ist? Oder wie andere sagen würden, die Idee war gut, aber der Hammer war Widget zu schwer. Okay. Okay, du willst also über die dicke Seite. Ich schleife Klingen, meine jungen Damen. Also, wie sollte ich euch zu Diensten sein? Wir haben Waffen. Hm? In Ordnung. Dein kleiner Dolch könnte vielleicht etwas Schärfe vertragen. Das kostet allerdings etwas. Ich mache es für, ja, sagen wir 100 Euro. Na gut. In Ordnung. Dein kleiner Dolch könnte vielleicht etwas Schärfe vertragen. Das kostet allerdings etwas. Ich mache es für 100 Euro. Gut, wartet kurz. Er ist in wenigen Minuten erledigt. Habe ich es 200 gezahlt oder hat er mich jetzt übers Ohr gehauen? Hier hast du es wieder. Willst du die verbesserte Werte sehen? Na klar. Ich habe den Angriff um 3 Punkte und den Geist um 1 Punkt erhöht. Außerdem steigt die Trefferquote beim Giftangriff um 10% und die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers um 1%. Nicht schlecht. Wir haben Waffen. Lieber nicht. Ist ja krass. Kann ich mir jetzt einen OP-Dolch machen, theoretisch? Wir haben 25.000 irgendwas. Vielleicht probiere ich das mal aus. Aber jetzt schauen wir uns erst noch ein wenig um. Leerer Stand, okay. Komisch, dass um die ganzen Stände immer so viel herumliegt. Lass mich raten, nicht in fremde Häuser. Ja, okay. Ich bin eindeutig zu früh hier. Wieso? Siehst du denn nicht diese leeren Marktplatz? Ohne Verkäufer kann man ja gar nichts kaufen. Ist ja logisch, aber wieso sind sie noch nicht da? Wollen sie denn keinen Umsatz machen? Nun ja, derzeit ist noch Mittagspause. Geschäfte öffnen erst wieder in einer Stunde. Nur das Badehaus, das Gasthaus und das Hotel haben ganztägig geöffnet. Okay. Nicht in fremde Häuser. Ach, das... Okay. An der Stelle hat jetzt das Event schon, wenn ich jetzt hochdrücken würde, wird es schon getriggert, das Event von der Tür. Ja, von der Tür. Nicht hier, sondern hier. Na? Ich will nur mal sagen, hier. Ich drehe mich um, hier. Also da hat jemand eindeutig, wenn ich die Tür anspreche und Enter drücke, passiert nichts. Da hat jemand eindeutig irgendwie das Event falsch gesetzt, aber na gut. Ich finde aber auch jeden Mist, ne? Das ist, wir sehen uns dann später wieder. Ich möchte mir nur schnell ein paar Drinks holen. Also wirklich, hättest du nicht etwas, dich nicht etwas zurückhalten sollen? Wegen dir kommen wir noch in Teufelsküche. Hey, das war ein Ausrutscher. Ich wollte das mit der Hexe gar nicht sagen. Widget, du sollst sie doch sollst sie nicht so nennen. Das ist nicht. Ach, vergiss es. Holen wir uns jetzt lieber ein Zimmer. Leer. Hier stehen Hotel und ein wenig altes Gepäck. Regale voller Teller. Die Regale sind voll mit Tellern. Hier ist nichts. Hier stehen teure Porzellanfigürchen. Blaubeeren. Ini, mini, mai. Flieg los, Kartoffelbrei. Hier ist es ziemlich gemütlich. Kann ich jetzt auch einfach... Komm, ich laufe auch unter dem Stuhl lang. Nee, ich darf das nicht, okay. Weil die ist nämlich vorher unter dem grünen Stuhl lang gelaufen.
Nun gut, komische Aufteilung. Hätte ich eher erwartet, dass man erst ins Gasthaus kommt und dann zur Anmeldung, aber wobei, nee, das passt. Passt doch, sorry. Mein Fehler. Was ist denn mit dem Boden hier los? Hat da jemand hinkotzt oder was? Mann, ist das Zeug stark. Die steht da drüben, nicht hier. Mann, ist das Zeug stark. Eine Vase, sie ist leer. Der Schrank ist auch leer. Und hier liegen einige Zündhölzer. Aber ehrlich gesagt mag ich meine Feuersteine lieber. Die sind nicht so schnell aufverbraucht, ne? Ja, das hat dann schon was für sich, das stimmt. Wer hat denn das Elixier hier hingetan? Naja, mir soll es recht sein. Hier ist mal wieder nichts. Was? Hier liegen einzelne Socken. Haben wohl einige Gäste vergessen. Eine Vase, sie ist leer. In fremde Zimmer zu gehen macht mir nichts aus, sofern die Türen nicht verschlossen sind. Ja, das haben wir schon das ganze Spiel über gemerkt. Sieht nach der Toilette aus. Ich muss jetzt aber nicht. Oh Mann. Die Flaschen hier sind alle leer. Hier liegt nur Wäsche. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Die Tür war fest verschlossen. Die Tür scheint verschlossen zu sein. Ohne Schlüssel komme ich da nicht rein. Ja, ist okay. Haben Sie denn nichts Stärkeres? Oh wow. Die sauft sich echt die Hucke zu. Ach so, okay. Ich habe nichts gesagt, hier ist der Pub und drüben ist dann auf der anderen Seite der Inneneingang. Dann habe ich nichts gesagt, okay. Aber, Leute. Ich depp. Ich wollte was testen. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Gut, ich kann diese Gelegenheit natürlich jetzt auch nutzen, um mal was nachzuschauen, Leute. Ist das Ganze nachzustellen. Und zwar haben wir jetzt 25.976. Haben wir es doppelt gezahlt oder wurde es nur doppelt gefragt? Wir haben Waffen. Ja, mach mal. Okay, mach mal. Na? Ich will die Werte wissen, ja. Okay, so. Okay, es wurde nur doppelt gefragt, aber es wurde nur einmal abgezogen. Vielen Dank. Dann wissen wir das und ich werde jetzt weiter nachstellen, bis wir gleich wieder da sind, wo wir gerade waren. Bis gleich. Okay. Beim Nachstellen und die Gegend ablaufen, habe ich mich hier auch noch irgendwie in die Wand gestellt. Kann man ja auch mal machen. Also, okay. Mapping ist mal wieder on top. Bis gleich. So, und jetzt zeige ich euch meinen eigentlichen Plan. Und zwar wollte ich hier zum einen erstmal speichern. Dann wollte ich nämlich hier zurück und dann wollte ich einen Eilstart mit dem vorigen Spielstand machen, weil ich hier etwas ausprobieren wollte. Und zwar, okay, das war jetzt dumm, ich hätte vorher speichern sollen, als ich es nachgestellt habe, bevor ich in das Ding rein bin, weil wir kriegen jetzt natürlich die Sequenz wieder, diese hier, und können die Textboxen nicht wegdrücken. Nee. Okay, ich drück mal auf meine Pause-Taste, so dass ihr das nicht mitbekommt, das Gelaber. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder. Und zwar wollte ich nämlich mit euch testen, was jetzt ist, wenn man das Ganze nicht über das Inn betritt, sondern hier rüber. Dann müsste ja theoretisch auch ein Event kommen, aber ein anderes, wo sie direkt von hier aus trinken geht. Wir sehen uns dann später wieder. Ich möchte mir nur schnell ein paar Drinks holen. Oh. Ist ja wirklich, hättest du dich nicht etwas zurückhalten können? Ausrutscher, pipapo, holen wir uns lieber ein Zimmer. Okay, es wurde bedacht. Nicht, dass es dann erst hier getriggert hätte und die dann durch uns zurückläuft oder so. Aber ja, okay. Wir gehen auf jeden Fall zurück zum Altstart, weil ich hier halt, schon ein bisschen diese Sachen wieder eingesnackt habe und meine Klinge habe schärfen lassen. Und wir sind ja geradewegs hochgelaufen. Und wenn hier schon so ein schöner Speicherkristall steht, dann kann man das hier mal auschecken, ne? Auf jeden Fall wissen wir jetzt, was Sache ist und, ach, wisst ihr was? Mir fällt gerade auf,
Wir haben schon 14 Minuten. Das heißt, ich würde mal sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich dann sehr freuen. Und apropos Bewertung und Kommentar, an der Stelle möchte ich mich auch recht herzlich an das Kommentar der letzten Folge bedanken, bei dem ursprünglichen Upload von Giodai, der mich darauf hingewiesen hat, dass da Premiere mal wieder Mist gemacht hat. Das hat nämlich ein Feature, das ich nie verstehen werde, was da der Vorteil dran soll, dass es dieses Feature gibt, weil es sich halt zu gerne mal versehentlich aktiviert und dann fehlt die Hälfte vom Part. Und dementsprechend habe ich den dann nochmal neu gerendert und geuploadet und an der Stelle vielen Dank dafür, wobei mich immer noch wundert, dass da bei diesem wirklich sehr gestückelten Part tatsächlich 3 Likes drauf kamen. Okay, aber ja, auch vielen Dank für die Likes auf jeden Fall und jetzt bin ich aber wirklich weg. Macht's noch gut. Ciao, ciao.